Und damit begrüße ich euch zum großen Finale vom Motorsport Manager. Letzte Rennen, Doha. Es geht für uns in dem Sinne um gar nichts mehr. Eigentlich nur noch darum, dass Ocon seine sechste Position mehr oder minder hält, weil nach oben geht eigentlich nichts. Dafür müsst ihr gewinnen. Das traue ich ihm jetzt mal nicht zu. Allerdings nach unten hat er auch 16 Punkte Vorsprung, also Leclerc, der hinter ihm ist, müsste Minimum auf Platz 2 kommen oder schnellste Runde plus Platz 3. Auch das ist zum Glück nicht allzu wahrscheinlich, dass das passiert. So, wir wären jetzt in Doha. Mal gucken. So. Also wir gucken uns jetzt das ganze Rennen an, ja, nicht nur Quali wie sonst immer. Ich nehme euch jetzt auch mit Training mal mit. Ich würde fast sagen, ach, das ist schwierig in Doha. Das ist schon wieder eher mittlere Reifen auf jeden Fall. Das ist Fakt. Okay, er geht sehr weit nach links. Okay, das heißt, dann doch eher auf kurz. Wir probieren es mit einer 38. Gehen mit ihm mal auf eine 44. Okay, wir probieren es mit 38, 44 bei Ocon. Dasselbe machen wir hier auch. 38, 44. So, dann gucken wir mal, wie die erstmal so damit fahren. So, ab zum Training. So, ab. Go, sofort raus. Qualifying Trim. Jawohl, ist alles drin. Go, du gleich hinterher. Ach. Qualifying Trim. Go, go. Der wird jetzt erstmal hier über 5 Tage umgerüstet. Schon wieder mega nervig. Raus, mein Boy. Ein bisschen schneller. So, natürlich übliches Spielchen. Am Anfang der Saison habe ich euch das ja mal gezeigt. Hereinholen, hereinholen. Nur durch diese Fire Fantasy Mod ist natürlich dieses Umrüsten, wie ihr gerade gesehen habt. Da ist der Ricciardo schon fast eine halbe Runde gefahren. Könnt ihr euch nicht so oft erlauben, weil ihr verliert viel zu viel Zeit auf der Strecke. Und die Runde hier ist auch relativ lang sogar. Ist klar. Also der Abtrieb ist schon mal mega schlecht. Dann gehen wir doch hier einfach mal auf das hier einfach mal knallhart hoch. Wir gucken uns mal an, wie das jetzt hier so weiter passiert ist. Qualifying Trim. Ich möchte, dass du jetzt mal erstmal 3 Runden fährst. Wir brauchen Zeit auf der Strecke. Okay, bei dir ist genau das gleiche, dachte ich mir fast. Okay, du gehst auch mal dahin. Und mal dahin. Und ballerst jetzt auch erstmal hier los. Wir müssen die Erfahrungen halt sammeln. Ja, weil auf 12-fache Geschwindigkeiten, das hat gefühlt ewig gedauert, ehe die halt umrüsten. Deshalb, wir müssen jetzt erstmal fahren. Das ist jetzt erstmal nicht so entscheidend wichtig, dass wir die perfekte Einstellung finden. Weil wir haben halt 20 Minuten nur. So. Ja, Konfigurationsstufe ist freigeschaltet. Wir sind mal gerade jetzt erst auf der ersten Stufe. Ja, ich meine nur. Das ist halt mega wenig und wir haben schon 12 Minuten rum. Das heißt, die Hälfte ist gleich vorbei. Naja, machen wir weiter hier. So. Ich glaube, wir werden es auch nur auf Stufe 2 bringen. Tatsache. Damit wir das Rennen vielleicht noch hinkriegen. Das bringt halt nichts. So, okay. Stopp, stopp, stopp. Die sind kurz davor. Wo sind sie denn auf der Strecke? Ocon kommt theoretisch jetzt rein. Ricciardo hätte noch eine ganze Runde. Ich hoffe mal, der schafft das. Ansonsten, Ricciardo kommt jetzt rein. Ich möchte Ocon jetzt tatsächlich einmal früher holen. Ich hoffe, Ricciardo schafft das jetzt. Ansonsten wäre das jetzt schon wieder Worst Case, wenn er das nicht hinkriegt. Wie das mit dem Abtrieb? Das sind ja tatsächlich schwierig, weil hier sagt er halt schlecht, da sagt er gut. Würde ich tatsächlich sagen, machen wir mal hier so ein Mitte-Ding draus. Hier unten ist er halt irgendwie immer noch hervorragend. Hier ist er auf ausgezeichnet. War vorher deutlich weiter hier. Jetzt war er deutlich weiter da. Jetzt geht er da genau dazwischen. Das könnte sogar klappen.
Er war hier vorher, dann war er hier vorher und er geht jetzt wieder ein Stück zurück. Das könnte klappen sogar. Okay, Moment, Renntrim, 4 Runden, 8 Runden, wird er eh nicht schaffen. Alle Reifen. Oh. Ricciardo, bitte schaff oben. Wo ist denn Ricciardo? Ricciardo ist hier erst. Er hat noch nicht. Er kommt jetzt rein in die Box. Er hat noch ein paar Meter. Oh, er hat es geschafft. Okay, wenigstens Stufe 2 erreicht. Wir werden aber höchstwahrscheinlich Stufe 3, also wir werden Stufe 2 nicht erreichen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nicht erreichen. Wie der jetzt in der Box ist, ey, der wieder losfährt. Dauert ewig. Dann haben wir zwar eine Runde jetzt irgendwie ein bisschen gewonnen, in Anführungsstrichen, aber. Ja, wir machen das bei dir mal genauso. Wir gehen bei dir auch dahin. Renntrim, ja, 4 Runden schaffst du eh nicht. So, und Haderreifen. So, das hat sich jetzt hier alles auch wieder nie geändert. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. So. Okay. Na, dann gib mal Gas. Ehe der rauskommt. Das wird nicht funktionieren. Also Stufe 1, ja. Stufe 2 wird nicht hinhauen. Ist halt seit der Mod echt schwierig. Ja, also da brauchst du irgendwie, weiß ich nicht, zwei Fahrer, die anscheinend 20er Feedback haben. Wobei ich sagen muss, dass Ricciardo mit einer 19 oder was er, glaube ich, hatte, ja schon wahnsinnig hoch ist und Ocon mit einer 13 jetzt auch nicht so schlecht ist. Ja. Stufe 1 haben sie gerade so hingekriegt. Das war's dann aber auch. Ja? Ja gut, die Runden sind halt viel zu lang auf dieser Strecke. Es sind halt 1 Minute 56 fahren. Nee, hier brauchen wir dann. Alter. Das ist lang. Das ist wirklich lang. Okay. Sechster oder besser. So, ja gut. Qualifying-Trim haben wir wenigstens doppelt noch hingekriegt. Jetzt geht sogar in der Qualifikation, dass die Teste hier noch weiter. Das haut ja mal so ja nicht hin gerade, ne? Okay. Weise die falsche Richtung. Dann ziehen wir es halt mal noch nach oben. Ja, nimm mal die Reifen bitte. Ja, zumindest haben wir das hier hingekriegt. Das ist ja schon mal an sich ganz gut. Dann gehen wir halt hier einfach mal jetzt ein bisschen nach oben, ne? So, versuchen wir das hier mal so ein bisschen auszugleichen. Na verdammt, das klappt schon wieder nicht hier. Schon wieder hier. Ach, ich kann schon wieder heulen, was das hier unten angeht. Okay. Go. Go. Fahrt mal los, Leute. Na, das Gute ist, dass wir es jetzt hier nicht umrüsten. Also erstmal nicht. Nochmal hinterher, Ocon. Das Quali-Segment 1. Wir werden, glaube ich, einfach ein zweites Mal fahren, allein um das Setup zu finden. Schön, dass das hier geht. Finde ich gut. In Wirklichkeit. Obwohl, doch, hätten sie es jetzt noch ändern dürfen. Das, was ich gerade gemacht habe, wäre noch möglich gewesen. Allerdings, ab jetzt hätte ich es nicht mehr ändern dürfen. Was sie rausfahren, ist Feierabend. Sogenannte Parc-Fermé-Regel. Ewig die brauchen, ne? Besser geworden? Ist zumindest auf großartig. Das hat schon wieder, das hier hat schon wieder so gar nicht geklappt, ne? Also das hier war.
Wow, der ist immer noch so krass. Okay, so das heißt, wir waren vorher hier, da war es auch großartig. Jetzt sind wir hier hingegangen. Moment, jetzt das hier, da war es auf großartig. Okay. Achso, nee, Quatsch, die letzte Konfiguration ist ja die hier unten. Ach, Idiot. Okay, es muss also weiter nach da. Da so hin. Warte mal, war er da jemals? Ja, das ist zu weit. Dahin. Dahin könnte klappen. So, und das hier unten ist halt da ausgezeichnet. Das muss man natürlich zusehen, dass das da bleibt. Und der ist halt nach wie vor nur auf hervorragend. Das heißt, ich muss halt hier leider noch mal ein Stück nach oben. Das einfach auszuprobieren. So, machen wir mal, weil du brauchst eh hier wieder 5 Jahre und 30 Tage, ehe du das umrüstest. Okay. Haben wir hingekriegt? Okay, hier bei ihm passt es. So, jetzt ist halt hier schon wieder der Mist, dass der halt müh nach links muss. So. Ist der noch ausgezeichnet? Vielleicht. Wir probieren es aus. So. Ocon sollte vielleicht sogar noch mal raus, obwohl der hat eigentlich auch einen ganz guten Vorsprung. Ist okay. Lassen wir jetzt einfach fahren, die beiden. Einfach um Setup zu finden. Das ist halt auch schon ein bisschen, ne? Das ist nochmal besser geworden. Es fehlt halt eine Sekunde auf Ricciardo. Oh. Das ist schon hart. Das reicht irgendwie noch, so für den ganzen Rest hier, aber. Das ist schon krass. Ich glaube, die werden es beide nicht schaffen auf diesen Medium-Reifen. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass sie das nicht hinkriegen werden. Leider. Aber Ricciardo soll man nie, nie sagen. Okay, den haben wir einfach nicht getroffen. Also wir haben es jetzt hier. Ehrlich gesagt, ist mir das jetzt auch egal. Es ist mir jetzt egal, ich habe das da oben, ist mir jetzt egal. Wir lassen das so, wie es ist. Du fährst jetzt auf Medium-Reifen bitte ein Ründchen. Bei dir haben wir es getroffen, sehr schön. Und du fährst auf Medium-Reifen jetzt bitte auch. Wir sind nah rangekommen auf jeden Fall. Die Idealwerte. So. Zwei Runden können wir eh nicht fahren. Drei Runden, weil die Strecke ist viel zu lang ist. Gucken wir mal, wo ihr landet. Ich bin gespannt. Okay. Ocon diesmal nur eine halbe Sekunde langsamer wie Ricciardo. Aber diese halbe Sekunde wird es wieder ausmachen. Ist einfach. Ja, ich weiß, dass du gerne raus willst. Nun bleib doch mal ganz ruhig. Machen wir jetzt. Ricciardo fährt erst in einer Minute. Er muss eigentlich nicht, aber er tut es trotzdem. Wir haben die Reifen da, also Verschleiß gibt es halt auch nicht. In der Hinsicht. So, fahr jetzt du raus, bitte. Zack. So. Go. Und go. Bis jetzt ist Ocon ja Tatsache noch drin, ne? Also muss man ja sagen. Ist auf seiner schnellen Runde.
Momentan knapp eine Sekunde Rückstand. Gucken, ob er sich noch steigern kann. Mit 10 Sekunden mehr hat er zumindest schon mal einen Platz wieder mehr. 0,836. Ey, das scheint schlechterer Lauf zu sein. Ja. Er hat sich nicht mehr verbessert. Ach, ein Ricciardo da. Gut, Ricciardo hat die Sekunde erstmal wieder hergestellt. Ocon bleibt aber 10. Krass. Ricciardo ist fast... Wow, was ist denn das für eine Runde gewesen? Der Bestzeit, Bestzeit und im letzten Sektor hat er ein bisschen verkackt. Aber auf mittleren Reifen. Hier, sie sind beide drin. Ich hätte es ja ehrlich gesagt nicht vermutet. Also bei Ocon nicht. Eine Sekunde langsamer für Ricciardo, aber trotzdem reicht das noch, um drinnen zu bleiben. Holt sich Ricciardo hier vielleicht noch seinen zweiten Sieg? Er scheint hier schnell zu sein, oder war das einfach nur Zufall gerade? Ne, wir werden es gleich merken. Boom. Wir haben theoretisch 2 Runden auf diesen Reifen. Schaffen wir zeitlich nur nicht. Zur Folge, fahr mal raus. My friend. Bei dir jetzt Tatsache gespannt. Was du hinbekommst. Go, go, Gadget. Runde von Ricciardo war noch nicht gut, weil wir haben noch keine Sekunde Zeitabstand zwischen den beiden. Darum geht's nämlich im Endeffekt. So, okay, wir lassen euch jetzt ein bisschen laufen. Bis die Strecke wirklich ideal ist. Aber der ist halt trotzdem Dritter, also Ricciardo ist schnell. So, ja, jetzt fährt Ocon raus, ist okay. Neue frische Reifen. So. Ricciardo fährt später raus. Ich will, dass der auf dem letzten Gong fährt, also dass da wirklich die perfekte Strecke und sowas alles ist. Genau jetzt fährt er raus. So. So. Eigentlich müsste Ricciardo noch eine halbe Sekunde schneller fahren können, was Platz 2 sein könnte und... Ja, ist immer eine Sekunde schneller wie Ocon gewesen. Muss da also noch was gehen, theoretisch. Oder Ocon hat jetzt mal was rausgehauen, was er sonst nicht getan hätte. Platz 3 und Platz 5 überrascht mich Tatsache eigentlich. Ocon hat schon mal eine halbe Sekunde Rückstand in Sektor 1 und 0,3 auch für Ricciardo. Sektor 1 nicht gut. Eine Sekunde für Ocon nach Sektor 2. 0,4 Ricciardo. Naja, er wird seine Zeit vielleicht nochmal bestätigen. Er ist ein Mühe schneller geworden. Mit dem Haut zum Schluss nochmal. Der Typ ist so normal. War Platz 3 für Ricciardo, Tatsache. Was sind eigentlich genau die? Es ist eigentlich geil, ne? Der erste in der WM, halt, hoch da. Der erste in der WM, der zweite in der WM, der dritte in der WM. Der erste nachhaut's nicht mehr. Also, das ist schon nicht schlecht. Wobei, warte mal, doch. Doch, Bottas ist auf der 4, Verstappen ist auf der 5, auf der 6 ist eigentlich Ocon und Leclerc auf der 7. Okay, bis auf. Die ersten 5 sind wie in der WM. Ist schon ein bisschen witzig. So. Das gewonnene Finale. So, regnen wird's nicht in der Wüste. Das wäre schon sehr komisch. Ja.
Wir starten halt mit dem mittleren Reifen und wir müssen halt Renntrip nehmen, ne? Das heißt, wir nehmen die und machen das. Was soll's. Ich glaube, beim nächsten Mal werde ich auch einfach die Reifen. Also, was heißt beim nächsten Mal? Gibt ja erstmal kein nächstes Mal, aber bei dieser Mod sollte man vielleicht, wenn ihr damit spielt, die Reifen komplett benutzen. Also für Quali und für Renntrim. Halt nur Quali und Renntrim dann vielleicht nochmal ändern. Aber die Reifen nicht mehr ändern. Die lasst ihr einfach so. Kriegt ihr die vielleicht auf Stufe 3 und dann ist gut. Bam. Bam. Kein guter Start von Ricciardo eigentlich. Eigentlich. Aber er hat sich, naja, ist halt einem zurückgefallen. Aber der Start war nicht gut. Ocon auch nicht. Also beide haben einen Platz verloren. Zwei Plätze verloren. Ocon hat wieder einen gewonnen. Ricciardo gefällt mir gerade nicht so wirklich. Aber... nee, Moment. Wir dürfen eins nicht vergessen, die fahren alle mit den soften Reifen. Mal go. 45 Runden. Wir dürfen eins nicht vergessen, die fahren alle mit den soften Reifen. Deshalb ist es halt, wenn der sich da vorne halt ält. Das macht jetzt schon einen Unterschied. Ja, 10 Sekunden wollen wir einsparen. Mal gucken, wenn es schief geht, wie viel wir dann. Ja, wir müssen es versuchen. Das macht ja sonst alles keinen Sinn. Hat geklappt, der Boxenstopp. Also, ich habe zwar schon gut Zeit verloren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich durchfahren kann mit den Reifen. Ich werde es probieren. Definitiv. Du bist uninteressant. Dann gehen wir mal auf dich hier vorne. Aber bei dir ist halt auch gerade alles ein bisschen... Na, du fährst hier entspannt in der Mitte einfach. Das ist auch okay. Du bist dadurch Fünfter. Du bist in der Hinsicht auch gerade der Wichtigere von euch beiden. Aber dir geht es halt in der Gesamtwertung noch um was. Ich bin schon wieder blind. Wo ist denn schon wieder Leclerc abgeblieben? Leclerc ist 10. Gut, Leclerc muss Minimum 3. werden mit der schnellsten Runde. Davon ist er gerade mega weit entfernt. Ocon müsste allerdings halt gewinnen, um da vorne noch was zu kriegen. Und Bottas ist auf der 2 und Verstappen auf der 4. Also beide sind noch davor. Aber vielleicht kriegt er den einen oder anderen nach vorne noch. Und vielleicht ist das Podium zum Schluss nochmal drin. So. Ja, Ricciardo. Keine Ahnung. War einfach. So, sind die jetzt schon alle drin gewesen? Nee, die kommen noch nicht alle rein. Ja, dadurch, dass die Rennen sich so lange jetzt auch ziehen, ne? Muss man die mehr oder minder fast im Schnelldurchlauf machen, weil ansonsten sitzt der hier. Tage dran, geführt an so einem Rennen. Und wenn ihr das in dieser Geschwindigkeit anguckt, sind wir Postmastered. Ja, wenn ihr Zeit habt, macht das ruhig, aber passiert halt einfach nichts. Ne? Ich sehe hier unten die Werte. Ich sehe hier oben links halt, ne, wie die Abstände sind, wo sie so rumgurken gerade. Ich habe aktuell nicht vor, die Werte in irgendeiner Art und Weise zu ändern. Weil ich mit Ricciardo noch überlegen könnte, wenn er nicht irgendwie hier vorne in diese Punkteringe kommt, dass ich ihn halt nochmal reinhole, ihn nochmal diese soften Reifen gebe und ihn nochmal richtig ballern lasse, damit er noch die schnellste Runde bekommt, dass er eventuell da noch 2 Punkte abstaubt. Eine Überlegung. Mal machen. Deshalb lasse ich ihn jetzt auch erstmal ein bisschen was sprittechnisch, erstmal ein bisschen ansammeln.
So, jetzt kommen die da vor mir jetzt aber langsam rein. Also müssten sie zumindest, aber die sind auch schon gut weit weg. Also ich komme vielleicht bis Vettel, die beiden Mercedes kriege ich schon gar nicht mehr. Die haben schon so einen Vorsprung, dass die sind schon verschwunden. So, sind noch 29 Runden. Ach ja, ich möchte hier nochmal was ausprobieren. Obwohl, schaffe ich 29 Runden auf den Reifen? Wahrscheinlich nicht. Naja, wahrscheinlich nicht. Obwohl, naja, die sind ja frisch, ne? Vielleicht klappt das. So, Hamilton war drin, Vettel war drin, Verstappen war auch drin. Selbst den haben wir nicht gekriegt. Ach du meine Güte. Okay, Boxenstopps sind hier dann doch nicht allzu lang. Ich habe ja drei Runden schon drauf gehabt, ne? Darf man nicht vergessen, das sind ja meine Startreifen. Ich wollte halt mal ausprobieren, halt mit Medium zu fahren. Ob der auch eine Strafe bekommt. Kann es mir eh leisten, weil Leclerc ist, wo ist denn jetzt eigentlich schon wieder hin? Bin den schon wieder nicht. Ach da, auf der 13. Ja, schon wieder ganz weit ab Ferner liefen. Also können wir uns das leisten, das ist jetzt erstmal egal. Ich weiß. Ist die Reifen langsam abgenutzt? Das ist aber noch okay. Muss die auf jeden Fall ein bisschen ins Rot, in den roten Bereich auf jeden Fall reinfahren. Das machst du definitiv. Also noch 22 Runden jetzt gerade. Habe ich das gerade richtig? Ja, sind noch 22 Runden. Nee, warum sollte er das machen? Macht ja gar keinen Sinn. So, ja, 25 ist okay. Nö, nö, du machst das sicher. Oh, sprittechnisch, ja, wenn wir plus 1 sind, dann können wir ein bisschen. Dann tauschen wir nochmal Fehler. Verliert er den Rang wahrscheinlich wieder. Oder hinter. Na gut. Nur Gemüse. Jetzt fährst du fährst jetzt eigentlich durch. Relativ unspektakulär. Was mit dir? Du fährst zumindest aktuell auf Rang 13 rum. Ja, bei dir gucken wir so dann in 10 Runden vielleicht nochmal, was da vielleicht geht. Ocon ist 6. Also Gasly wird noch reinkommen, dann ist Ocon 5. Das war's dann auch. Da wird nicht mehr viel passieren. Ricciardo wird sich Norris noch schnappen, weil der muss noch rein. Latifi wird wahrscheinlich noch rein müssen. Naja, wir werden sehen, wie weit die vielleicht durchfahren können. Oh, jetzt habt ihr hier aber. Macht mal ein bisschen hoch hier. Ist okay. Ihr habt ja noch Sprit. So, bei dir muss ich halt gucken. Also, ob ich den halt nochmal reinhole. Werde ich in 10 Runden halt entscheiden. Also, der wird. Müssen wir mal kurz schauen. Wenn er jetzt übers Ziel fährt, hat er eine 43. Okay. So. Und 41. Das heißt, er verliert 2%. Das heißt, er verliert noch 26%. Also ich könnte ihn theoretisch durchfahren lassen. Nur ist halt momentan das Problem, dass wir halt auf Rang 12 halt fahren, was so gar keinen Sinn macht, auf Rang 12 rumzugurken. Es macht halt wirklich keinen Sinn. So, jetzt wechseln die da vorne nämlich noch auf weiche Reifen. Wird einer von denen wahrscheinlich auch die schnellste Runde fahren und die würde ich mir vielleicht snacken, weil die bringt 2 Punkte. Also wenn ich nicht Minimum 8er werde, hole ich Ricciardo rein. Ich gucke jetzt einfach, ob jetzt mit Russell und so, aber das wird nicht mehr funktionieren. Die haben alle frische Reifen vor mir. Wir ziehen das noch ein bisschen hinaus, das ist okay. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Was schon, mein Sprit sammelt er auch ohne Ende an. Das ist auch so geil. So, abgenutzte Reifen. Hier, Ricciardo, ich weiß. Wir könnten dich jetzt eigentlich langsam reinholen. Fährst du noch eine Runde? Eine fährst du noch. So. Ja, das wird halt nichts mehr nach vorne raus. Ist das alles egal?
Dann holen wir dich jetzt rein und du kriegst nochmal einen Satz weiche Reifen. Wir pumpen hier nochmal richtig nach. Hohes Risiko, das ist mir erstmal egal. Komm hier, Alter. So. Jetzt gucken wir uns das mal in vierfacher Geschwindigkeit an. Was immer noch gefühlt mega langsam ist. Oh, Ricciardo wird gleich überrundet von Hamilton. Das ist schon ein bisschen peinlich. Aber okay. So, sechs Runden. Ja, so gut wie keinen Platz verloren. So. Davon brauchen wir eigentlich nicht. Machen es noch kurz. Bisschen konservativ und dann. Wo ist die 12? Da oben ist die 12. So, Moment. Hier machen wir es jetzt. Bam, bam. So. Cool. Düsen mal los. So, dann hoffen wir mal, dass er hier vielleicht zumindest die schnellste Runde hinkriegt, aber ich bezweifle es, dass er die schnellste Runde fährt. Selbst auf weichen Reifen und so ganz kurz vor Schluss bezweifle ich, dass er das schafft. Weiße Sektoren. Also ist immer noch plus 1,2 Sekunden. Wir lassen dich jetzt einfach mal da drauf. Ist mir jetzt echt egal. Vielleicht schaffst du es trotzdem irgendwann mal. Ja, ist nochmal ein bisschen schneller geworden. Die Reifen sind mega überhitzt, ich weiß. Aber du holst zumindest Hamilton ein. Naja, wenigstens was, ne? Aber die schnellste Runde schafft er nicht. Na, zwei Runden. Naja, komm, zieh durch. Ah, du kannst hier auch auf Überholen stellen. Letzte Runde. Ja, ja, komm, zieh durch. Entrunde dich wenigstens wieder. Vielleicht schaffst du das noch. Ah, das kriegst du auch nicht hin, weil da Platz 11 nicht vorbeikommt. Reifen überhitzt. Ja, komm, fahr jetzt hier die letzten drei Meter noch zu Ende, Mann. Ach, schnell zur Runde fährt Vettel zum Schluss. Alles klar. Gut. Ja, Ricciardo, das war ein Rennen zum Vergessen. Con ist halt davon. Okay. Ja, man merkt halt dann doch, dass der Grundspeed dann doch halt irgendwo fehlt, ne? Dass er dann doch nicht da ist. Leider Gottes. Na gut, haben wir die Saison jetzt nicht allzu rühmlich zu Ende gebracht, aber wir haben sie zu Ende gebracht. Kommt jetzt hier noch eine Strafen. 250.000 Euro, 23 Plätze. Ah, okay. Für wen? Für Ricciardo, der hat das nämlich drinne gehabt. Genauso. Er holt 10 Punkte. Bottas holt leider 15 Punkte und Leclerc geht komplett leer aus, ne? So, Ricciardo kriegt jetzt hier richtig einen reingebrummt. Ist egal. Der war eh außerhalb der Punkte, bringt eh nichts. So, Ocon ist damit aber solider, Sechster. Dritter sind wir hier. Wir sind auch Dritter in der Gesamtwertung, weil halt einfach Vettel zu stark war. Ich habe zwar beide Fahrer vor Leclerc gebracht, aber Vettel war zu krass. Okay. Aber immerhin vor Aston Martin Red Bull die dritte Kraft. Und konkurrenzfähig mit Ferrari über weite Strecken der Saison zumindest. Ja, zum Schluss nicht mehr ganz so, aber am Anfang war es noch wirklich gut. Kann man mit leben. Also wenn Renault das schaffen würde, wären die, glaube ich, sehr happy damit. Aber das sieht ja dieses Jahr so gar nicht aus. Also Renault kann ja wieder mal froh sein, dass sie in die Punkte kommen. Mit ganz viel Glück vielleicht ein Podium mal abstauben. Das war's. Gib mir das Geld. So. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was hier so großartig jetzt passiert. Hm, Fahrerweltmeister, jawohl. Teamvertreter Toto Wolff.
Herzlichen Glückwunsch. Ah, ne, Moment, können wir nochmal zurück? Ach, verdammt, ich habe gerade nicht gesehen. 493 Punkte ist das. Es geht 62 Millionen. Okay. Not bad. Hat nicht gesehen, wie viele Siege der hatte. Gibt es darüber eigentlich? Warte mal, ich glaube, darüber gibt es eine Statistik. Machen wir Fahrer, Formula One, Punkte, Podeste 7, Siege 1. Okay. Podeste 3, Punkte. Naja, die 10 ist immer natürlich. Das ist natürlich immer. Alles, was wir vorher erreicht haben, ist halt irgendwie nicht existent, ne? Ist halt nicht da. So, was bist du hier? Tschüss. Achso, Boxenmannschaft. Könnte ich theoretisch welche einstellen? Eigentlich bräuchte ich das gar nicht. Ich mach das jetzt einfach mal. Nee, ich mach das. Ja, reicht. Ist auch erstmal egal. So, Update, Interview, Auto-Interviews lehnen wir ab. Ja, ich weiß. Teil verboten. Ich versuche diesen wundervollen Sport mit den niedrigen Bremsen pervertieren. Wir sind gescheitert. Okay, das betroffene Teil wurde verboten und meines Wissens wurde bereits eine Geldbuße ja. Ich hoffe, das wird Ihnen eine Lehre sein. Dann haben wir das auch nochmal erlebt, ganz zum Schluss, wo das nicht mehr wehtat, wo das total egal war. Das Teil ist verboten, kann ich nicht mal mehr einbauen. Okay. Ist mir echt so Latte. So, was kommt als nächstes? Fahrzeugreparatur ist beendet. Okay, so, wir können jetzt, glaube ich, erstmal nichts mehr machen. Ich weiß gar nicht. Auch von der Aufhängung ist abgeschlossen. Ja, Moment. Ich will mal ganz kurz im Kalender gucken. So, hier sind wir ja durch. Wo sind wir hier eigentlich? 5.12. sind wir hier. Okay, stimmt. Ich glaube, hier kommt der Vorsaisonstart. Und irgendwo hier hinten, das ist Scouting-Büro noch fertig, das ist auch okay. So, was kommt noch? Wo ist der Saisonübergang? Besucherzentrum gebaut? Irgendwann kommt Saisonübergang, ich weiß aber nicht mehr genau wo. Na gut, wir werden es merken, wir werden es erstmal bis dahin auf jeden Fall vorsetzen. Neues Teil entwickeln, auf jeden Fall. Können noch entwickeln, ne? Ja, wir können noch entwickeln. Zuverlässigkeit minus 20, das ist aber trotzdem in Ordnung. Alles besser machen noch, weil wir übernehmen halt diese Teile in die nächste Saison. Das ist halt alles durchaus. Oh, warte mal, hier ist Preisgelder und Übersetzung. Okay. Preisgeld erhalten. Okay, mit Freunden überreiche ich Ihnen das Preisgeld für die Saison 2016. Geben Sie nicht alles auf einmal aus. Was kriegen wir denn? 50 Millionen. Wir kriegen nur 10 Mille weniger wie der Weltmeister. Das geht. Das geht. Manager, Stimmen, der Saison. Frederic Vasseur von Alfa Romeo. Okay. Fahrer der Saison, Esteban Ocon. Okay. Sag mal hier, ich mag immer nicht, wenn die hier unten hier sowas hier. Mach weg. So, können wir noch irgendwas verbessern? Wir können das theoretisch verbessern. Ja, wir können das theoretisch. Wir können das auch da nochmal verbessern. Ja, hau voll in die Leistung rein. Ich möchte einfach mal gucken. Ich möchte beim Motor dann nachher gucken. Weil wir merken uns mal Motor 1000 über 1000. Wenn der Motor über 1000 ist und Frontflügel über 1000 und Getriebe knapp 1000. Also so 1000 ist so die Marke. Auf- und Abstiege. Das ART ist in die Formel 1 aufgestiegen und das McLaren-Team ist in die Formel 2 abgestiegen. Eieiei. McLaren war ganz unten. Da habe ich gar nicht nachgeguckt, ne? Da habe wirklich nur oben geguckt. Okay, Vorsaison. Aufregung ist entwickelt. Was war Vorsaison? Vorsaison steht unten links. Ja, mal gucken, wie das jetzt bei der Mod ist. Welche Vorgang? Beide jetzt mit der Mod und der Mod?
Ich bin selber gerade ein bisschen gespannt. Fahrzeug für nächstes Jahr entwickeln. Da ist es. Achso, wir kriegen noch 19 Millionen. Genau, die haben wir pro Rennen immer wieder ein bisschen was beiseite gelegt. So knapp 1 Million. So. So, Motorenhersteller. Ja, das ist natürlich ein bisschen dumm, ne? Wir können halt nur Renault wählen. Also, das ist halt klar. Wenn du das Renault F1-Team hast, kannst du nur Renault als Motorenhersteller wählen. So, Benzinlieferant. So sieht das normalerweise aus. Also, das heißt, die Unterschiede habt ihr auch hier oben normalerweise. Da wird auch Mercedes, Ferrari und sowas alles angezeigt. So, hier gibt es jetzt Treibstoffeffizienz und Flexibilität. Ich bin mir nie immer so richtig sicher, was hier was großartig bedeutet. Ich finde aber Petronas gerade mit Stark und Mittel gar nicht so verkehrt. Ich sehe momentan halt nicht so richtig, warum sollte ich Shell nehmen, wenn ich bei BP eigentlich dieselben, obwohl da ist sehr schwach. Und hier ist nur schwach. Wobei aber die Treibstoffeffizienz sehr stark ist. Prinzipiell, das heißt, du kannst halt mehr Motorpower, also mehr Benzin halt verbraten, ne? Wir nehmen doch das. Weil wir werden trotzdem das hier. Wir nehmen doch das. Wie geht, haben wir eigentlich 158? Ja, das passt schon. Okay. Materiallieferant. Okay, gut, da bleibt eigentlich nur. Aber warum ist denn hier? Hier ist stark und sehr schwach. Und hier ist sehr stark und schwach. Das ist Billier. Also die machen ja keinen Dallara. Der hat gar keinen Sinn. Also bleiben wir natürlich bei Renault. Ist vollkommen klar. Bremslieferant. Reifenabnutzung. Reifenabnutzung sollte man immer nicht unterschätzen. Reifenerwärmung. Sehr stark. Deshalb ist das hier. Wir müssen mal unten kurz gucken. Ja, wir kriegen das nämlich so schon ganz gut hoch. Wenn wir das hier wählen, ist das gar nicht mal so geil. Aber da sind sie beide gleich. Hier kriegen wir es ja höher. Wobei Reifenabnutzung will man jetzt nicht unbedingt höher haben, aber die Reifenerwärmung ist Tatsache nicht uninteressant. Das hier unten ist eigentlich ganz nice. Ja, stimmt. Reifenabnutzung bleibt auf 3 Sterne und das geht auf 3,5. Ist auch deshalb somit das teuerste. Okay, wir nehmen Alcon. Nicht gar nicht. Wobei ich ehrlich sagen muss, auch Brembo kenne ich. Die anderen kenne ich tatsächlich nicht. Okay. Batterielieferant. Ach ja, gibt da noch die Erstgeschichte. So, Startladung 90%, Ladeeffizienz 57. Was ist denn hier das teuerste theoretisch? Das teuerste ist hier. Das hat bei 90% am Start und hat eine Ladeeffizienz von 53%. Ladeeffizienz ist hier höher. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Ladeeffizienz mit 75% ist ganz gut. Start ist, glaube ich, ausreichend, wenn du damit 40% Startladung ballerst. Okay. Wir haben theoretisch jetzt halt ein Auto, was 4 Sterne hat. Hier 3,5, 3 ein bisschen, 3. Wobei Reifenabnutzung, glaube ich, gar nicht mal so geil ist, wenn das auf 5 Sterne ist. Ja, hallo, Krankenwagen. Ah, so, hier ist jetzt die Frage. Passen Sie diese Einstellungen ab, um die beste Konfiguration für das neue Chassis zu erhalten. Ich keinen Plan von. So, warte mal. Was passiert denn? Passiert da was, wenn ich das hier. Ah. Wir gehen mehr in Flexibilität. Dafür entfernen wir uns von der Reifenerwärmung. So, wenn wir in diese Richtung gehen. Okay. Reifenerwärmung ist dadurch gut, aber ich will die Flexibilität nicht ganz vernachlässigen. Das heißt, wir gehen hier vielleicht auf eine 57. Das ist okay. Treibstoffeffizienz. Warte mal, wenn wir in die Richtung gehen.
Ich werde das hier vielleicht sogar Tatsache. Bisschen Treibstoffeffizienz machen. Aber Reifenabnutzung, dass die Reifen nicht so stark abnutzen, ne? Ich glaube, das ist auch gar nicht so blöd, dass die Reifen nicht so stark abnutzen. Dann haben wir eigentlich eine ganz gute Reifenabnutzung. Wir haben eine gute Reifenerwärmung. Treibstoffeffizienz ist immer noch in Ordnung. Flexibilität. Ich weiß halt nicht, was Flexibilität heißt. Also, was Flexibilität heißt, weiß ich schon, aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt hier ist. Wir nehmen das so. Hersteller in vorigen Saisons. So, da hatten wir das. 52 Millionen. Go. Naja, jetzt wird das Chassis gebaut. Jetzt wird das Chassis gebaut. Und jetzt schießt er auch durch. Scouting-Büro wurde gebaut zwischendurch. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Scouting-Report. Okay, wir haben einige Reports, die wir jetzt theoretisch lesen könnten. Hier sind einige. Das ist jetzt, wie gesagt, erstmal alles irrelevant. Er ballert jetzt erstmal durch. Wir haben ein Besucherzentrum noch gebaut. Also, wir haben vieles auf jeden Fall noch gebaut. Die 100 Millionen, die wir da oben gerade noch haben, die brauchen wir auch erstmal noch. Ah, dann kommt sowas immer zwischendurch nochmal. Flexibilität plus 1, Brennstoffwirkungsgrad minus 1. Ja, machen wir. Mit geringerer Motorleistung, also ein bisschen geringerem Benzinverbrauch zu fahren, das ist nicht so schwierig. Ich weiß halt nicht so richtig, was Shakedown? Die Marktfähigkeit 10, Transaktionen minus 3 Millionen, Flexibilität nochmal plus 1. Team, ja, nee, of course. 3 Millionen, komm, gehen wir aus. Sehen wir das eigentlich irgendwo so ein bisschen? Halt, Moment, sehen wir das bei Sponsoren? Marktfähigkeit 87,7%. Die ist relativ hoch. Ricciardo ist halt 100%. Team ist halt 100%. Also Ocon ist halt nicht so. Der reißt den Schnitt ein bisschen runter. So, überall die ganzen Fahrer-Scoutings. Danny Ricciardo setzt sich weiterhin für eine gute. Den guten Zweck ein. Wohltätigkeit plus 20 Marktfähigkeit. Ja, der ist schon bei 100%. Das müsste man auch Con machen. So, Fahrverhalten, Simulator. Ist halt jetzt auch alles fertig, ne? Wird jetzt alles gebaut, ist alles durch. Alles cool. Ja, HQ Gesamt, ne? Also, HQ Gesamt ist einfach richtig top. Da kann uns keiner das Wasser reichen. Sieht es eigentlich finanztechnisch aus? Aktuell sind wir bei minus 296.000 pro Rennen. Das geht eigentlich alles noch. Eigentlich alles okay. So, oh, jetzt können wir die Lackierung anpassen. Genau, das ist jetzt das nächste. Ja, hier kommt der nächste. Ich gucke mir die Fahrer jetzt gar nicht mehr an. So, Lackierung für die neue Saison. Fahrzeug. Lackierung bearbeiten. Okay, wir hätten dort Grundfarbe, Sekundärfarbe, Zweitfarbe, Dekofarbe. So, Grundfarbe. Wir sind fucking Renault. Ja, müssen wir einfach sagen, wir sind fucking Renault. Wir brauchen Pissgelb. So. Sekundärfarbe können wir sehr gerne tiefes Schwarz nehmen. Das ist okay. Was gibt es denn? Wieso ändert sich diese Lackierung? Auch jetzt ändert sie sich leicht. Wir werden die Zweitfarbe mal in Schwarz machen und wir werden die Dekofarbe auch einfach mal in Schwarz machen. So. Okay. Wieso ändert sich hier so gar nichts? Ah, jetzt ändert sich hier was. Ja, das sieht jetzt schon besser aus. Also knallig gelb wollen wir das Ding definitiv nicht haben. Was gibt's hier? Lackierungspakete? Also mich haut die Tatsache ehrlich gesagt irgendwie nichts vom Hocker. Irgendwie so gefühlt sieht immer fast alles gleich aus sogar. Hätte hier irgendwie gerne noch ein bisschen was. Ja, nee, das ist mir hier zu krass. Aber das ist ja schwarz. Also das ist ja wirklich die Grundfarbe hier hinten nur. Ne? Also. Dann gibt es noch Workshop-Geschichten. Oh Gott, da gibt es noch so einige. Ja. Den Red Bull hinten drauf ist jetzt vielleicht nicht so geil bei Renault.
Aber ja, jetzt kommen wir dem Ganzen noch schon ein bisschen näher. Das sieht doch schon besser aus, auf jeden Fall. Das sieht noch nicht geil aus, aber das sieht besser aus. Okay, die 5 sieht doch schon ganz nice aus. Oh, die 6 finde ich. Die 6 finde ich geil. Ich will gar nicht weiter großartig gucken. Ich finde die 6 geil. Die 6 nehmen wir, die finde ich cool. Ich will jetzt nicht weiter gucken. Ich kann höchstens hier nochmal gucken. Zweitfarbe vielleicht das nochmal zu wählen. Okay. Ja, kann man. Kann man machen. Ja. Dekofarbe. Ah, das war die Dekofarbe. Ne, die lassen wir in schwarz. Ja, ist okay. Ja, so machen wir das. So sieht das doch ganz cool aus. So. Helle Sponsoren sind weiß. Dunkle Sponsoren sind auch weiß. Ja, komm, wir machen mal beides weiß. Das ist in Ordnung. Gut, Fahrzeuglackierung. Sind Sie mit der Lackierung so zufrieden? Ja, nehmen wir so. Renault-Schichten hier. So, Flexibilität haben wir auch 5 Sterne jetzt sogar gekriegt. Treibstoffeffizienz ist jetzt nicht so geil. Ah, da wäre schon ganz cool, wenn da noch was passiert. Aber ich glaube, dass es das fast gewesen ist. Teammarktfähigkeit plus 20, Stimmung des Vorsitzenden. Das hätte jedem passieren, keine Auswirkungen. Ich brauche keine Teammarktfähigkeit. Wir sind auf 100%. Warum soll ich mich mit dem Vorsitzenden jetzt hier anlegen? Tja, Quatsch. Vorsaisontests, ja. So, jetzt kommen die Vorsaisontests. Gleich, hier wieder Fahrer hier, keine Ahnung, weg damit. Scouting Report, Vorsaisontests. So, Vorsaisontests. Test starten. Anmerkungen gibt es aktuell nicht. Motor liefert nicht volle Leistung bei Leclerc. Motor liefert nicht volle Leistung bei RT Grand Prix. Okay. Letzte Runde. Probleme mit Untersteuern, Verstappen, also Red Bull. Was ist denn hier vorne schon wieder los mit den dreien? Oleg. Wer sind die anderen Ferrari-Fahrer? Leclerc, der kann ja überhaupt nicht mithalten. Die drei da vorne sind ja mal abartig. Probleme mit Untersteuern. Okay, also es gibt aktuell erstmal keinerlei Probleme bei uns zumindest. Die Moral ist eigentlich, müsste eigentlich relativ hoch sein, weil ihr seid. Wie runden die da vorne ab, ne? Veränderung plus 6, Veränderung 0. Ja, der hat ja so eine super hohe Moral. Wir haben keine Probleme gehabt. Wir sind Vierter und Neunter. Allerdings macht mir hier das Gap von über 4 Sekunden oder von 4 Sekunden zu Vettel schon ein bisschen Sorgen. Dass wir natürlich dann nochmal 1,5 Sekunden auf den dahinter haben, ist dann wiederum irgendwie ganz cool. Ja, das ist halt wieder die große Unbekannte. Man weiß halt immer nicht so richtig, was ist jetzt hier Phase. Ziele für die Saison. Zweiten Platz finde ich ein bisschen. Dritten, ja. Wir versuchen Dritter zu werden. Bringt halt knapp 2 Millionen pro Rennen. Das heißt, finanztechnisch sind wir halt hier bei 2,2 Millionen. Machen also minus eine Mille aktuell. Bei 20 Rennen sind halt minus 20 Millionen. Aber sponsorentechnisch haben wir aktuell nichts. Da kommt natürlich noch was dazu. Teile verbessern. Wenn ich mir jetzt unser Fahrzeug so angucke. Ja. Also, wir sind bei 1033. Wir sind beim Getriebe knapp drunter. Beim Frontflügel sind wir auch drüber. Wie gesagt, also er hat diese Teile genommen. Und wir können die natürlich jetzt nochmal weiterhin verbessern. So, wir werden jetzt natürlich erstmal Folgendes machen. Das solltet ihr immer machen, am Anfang der Saison erstmal voll hier in Zuverlässigkeit erstmal reinpumpen. Neue Teile entwickeln, da guckt ihr natürlich immer, wo seid ihr gerade richtig schlecht halt drinne. Motorentechnisch ist Platz 4 ist erstmal okay, Platz 5 ist okay, Platz 6 ist okay, Platz 3 ist okay. Das sind ja auch die Sachen, die wir letztes Jahr komplett entwickelt haben. Das heißt, wir sollten uns hier, Platz 5 ist auch noch in Ordnung.
Platz 10. Man sollte sich vielleicht jetzt als erstes mal um den Heckflügel kümmern. Ja? Kurven, hohes Tempo, go. So, das ist so die erste Herangehensweise momentan. Damit hat die neue Saison auch schon begonnen und das Let's Play ist jetzt mehr oder minder damit auch beendet. Ihr solltet jetzt erstmal in den Heckflügel in dem Fall investieren, denn, und alles erstmal hier auf Zuverlässigkeit erstmal hochpumpen. Wir haben den 5.3. gerade. So, das erste Rennen ist am 16.3. Also es ist nicht weit hin. Deshalb, da wird es noch sehr viele Probleme halt geben. Wir werden bis dahin noch mal ein bisschen vorsetzen. So, die Heckflügelentwicklung kommt sogar noch rechtzeitig, Tatsache. So, aber das wird uns noch nicht großartig helfen. Ja, wir sind immer noch letzter, das ist schon klar. Wir gehen gleich weiter. Hohes Tempo. Hohes Tempo auf Max und hier auch nochmal 2 Tage Bauzeit. Okay, aber das ist trotzdem besser. Das ist ganz gut. Hauen wir hinterher. So, natürlich Teile verbessern müsste der jetzt eigentlich rein. So, wir müssen jetzt einmal ganz kurz gucken. Was ist noch unter 60%? Also die Motoren würde ich drinnen lassen. Ja, die Motoren würde ich drinnen lassen. Ansonsten müsste halt jetzt hier immer wieder ein bisschen gucken. Jetzt würde ich hier das Getriebe reinhauen. Dann aktuell Tatsache das reinhauen. Weil es auf 58% und die beiden hier unten reinhauen. Bei unter 60. So, dann würde ich das jetzt erstmal versuchen. Als nächstes. So, da ist der Heckflügel fertig. Und hier stellen wir auch jetzt ein letztes Mal um, damit wir noch einen Tag jetzt bekommen. Ja. Der Heckflügel ist fertig. Neues Teil entwickeln. Wir gehen natürlich in die volle Möglichkeit, die wir haben. Wir hatten halt das, wir hatten halt das und wir kommen hier unten sogar in hervorragend rein. Plus 70 auf Max. Warum nicht? Und wir müssten dann ein drittes und letztes Mal wahrscheinlich diesen minus 1 wieder setzen. Also wir entwickeln erstmal mit Risikolevel und ziehen den dann wieder ab. Und dann haben wir aber auf jeden Fall auch schon einen richtig guten Heckflügel. So, bei Teile verbessern haben wir jetzt hier natürlich 69%, kann weg, 67 und 68%, kann alles weg. Die beiden Bremsen auf jeden Fall rein. Die beiden Frontflügel auf jeden Fall noch rein. Und dann haben wir halt noch Getriebeprobleme. So. Oder wir nehmen das hier noch mit rein, diesen Heckflügel noch mit rein. Den könnte man auch mit reinnehmen. Wir haben. Also wir nehmen die Motoren raus. Wir nehmen die Motoren raus. Wir haben hier noch ein Getriebe und wir haben diesen einen Heckflügel. So. Halt volle Möhre jetzt erstmal in diese Richtung entwickeln. So. Tag 1, Rennen 1. Moment, kurz gucken. Ja, Rennen 1. Okay, Rennen machen wir jetzt natürlich nicht mehr. So, Wagen, Teile verbessern. Wie hoch haben wir es gekriegt? 65, 66, 62. So, damit haben wir jedes Teil, was wir jetzt in dem Sinne auch benutzen, auf jeden Fall über 60. Wir können jetzt Teile einbauen noch machen. Weil wir haben jetzt hier zum Glück noch die Heckflügel Tatsache beide bekommen. Da bekommen die das Ganze so. Der Rest würde ich einfach so lassen, wie es gerade ist. So, damit haben wir auf jeden Fall schon mal noch bessere Heckflüge zum ersten Rennen bekommen. Ist theoretisch in Sydney nicht unbedingt notwendig, aber ich würde immer das entwickeln, nicht unbedingt auf das nächste Rennen, sondern eher wirklich das, wo euer Auto die größten Defizite hatte. Okay, es ist jetzt Tatsache, ja, eine Stunde knapp gewonnen, durchaus. Ich hoffe, euch hat das Let's Play prinzipiell gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Weil das Spiel ist jetzt natürlich nicht mehr allzu neu, ne? Also vieles habt ihr sicherlich schon gesehen, aber eins fällt mir gerade noch ein. Wir machen mal kurz Speichern, ja. Eins fällt mir nämlich gerade noch ein. Und zwar, ich wollte euch ja noch was zeigen. Boxenmannschaft, könnten wir was einstellen? Ist hier was? Ja, hier ist was. Okay, das ist wichtig, dass da was ist. Ich gehe mal kurz auf meinen Desktop. So, dann starte ich ein Programm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, wollen wir? Ja, mal weg. Dieses Programm nennt sich Art Money SE.
Also künstliches Geld. Dann könnt ihr hier oben auf Select Process gehen und dann seht ihr hier irgendwo, da ist der Motorsportmanager. Dann klickt ihr den Motorsportmanager an und dann geht ihr auf Search. Und dann könnt ihr hier eine Zahl eintippen. So, wir brauchen die Zahl von 100.595.000. Diese Zahl brauchen wir jetzt. Ja, also 100.595.000. Dann geht auf OK. Und dann sucht er. Und im Normalfall sollte der was finden. Tut er gerade nicht. Ach, Fuffi-Effekt. Doch, da ist es. Zack, er hat 5 Sachen gefunden. So, das heißt, diese Zahl, die wir gerade eingegeben haben, kommt 5-mal in diesem Spiel vor. Nun wollt ihr aber nur euren Kontostand ändern und nicht den Kontostand von den anderen 4. Das heißt, ihr macht folgendes. Boxenmannschaft. Genau, auf Einstellen. Linda. Also, ihr ändert halt kurz mal euren Kontostand. Jetzt haben wir nämlich noch 100.588.000. Geht er wieder zurück. Geht hier oben auf Filter. Macht halt hier 588.000 raus. Und geht auf OK. Und jetzt sind es noch 2. Dann holt ihr die hier rüber, klickt hier oben auf Weile, der erste ist es zu 99%, geht auf Edit. Dieses Spiel hat eine Begrenzung auf die Milliarde. Das heißt, ihr könnt nicht einfach jetzt eine 0 hinten dranhängen, das funktioniert bei dem Game nicht. Aber ihr könntet hier vorne aus der 100 eine 99 machen. Auf OK. Dann geht er wieder zurück ins Spiel und dann habt ihr 999 Millionen. Und dann könnt ihr hier aus, alles kaufen, was ihr irgendwie vielleicht benötigt. Ja? Könnt jetzt hier alles, ja? Geld ging runter, funktioniert komplett. Wenn ihr mal wieder weiteres Geld braucht, könnt ihr das mit diesem Weg immer wieder auffrischen. So, dieser Sheet ist ja im weitesten Sinne ein Sheet, funktioniert überall. Also bei jedem Manager-Spiel haut das hin. Also ich habe noch keins gehabt, wo das nicht ging. Das funktioniert jetzt nicht bei irgendwelchen Rollenspielen wie Assassin's Creed, da habe ich es mal ausprobiert. Da gibt es ja auch so Drachmen, die man halt haben kann. Das geht nicht. Also er findet das, ja, Tatsache. Ich kann das auch selektieren und filtern, aber er ändert es im Spiel nicht. Also da funktioniert es nicht. Aber sämtliche Manager-Spiele, zig Tycoon-Spiele, Fußball-Manager und so weiter, geht überall. Also dieses Programm ist super. Vielleicht verlinke ich es euch mit. Ich muss gucken, ob ich den Link jetzt so auf Anhieb finde und auch dran denke, wenn ich die Videobeschreibung reinkopiere. Also seht es mir nach, wenn ich es nicht verlinke, aber ich versuche dran zu denken, euch das mal zu verlinken und dann könnt ihr euch so runterladen, das ist kostenlos. Dann viel Spaß. In dem Sinne, hoffentlich sehen wir uns in dem nächsten Let's Play irgendwann mal wieder. Aktuell läuft ja noch Grounded von mir so ein bisschen mit bei. Da würde jetzt am Mittwoch um 14 Uhr, nimmt nämlich Grounded dann die Zeit vom Motorsportmanager ein, also da geht es 14 Uhr am Mittwoch weiter, aber da sind jetzt ja schon ein paar Folgen passiert. Vielleicht schaut er da mal vorbei. Ansonsten jedes Wochenende, mehr oder minder jedes Wochenende, versucht der gute Wiesel halt sein Formel 1 halt, also selber fahren. Samstag, Sonntag immer. Wobei diese Woche wird es nicht klappen, weil er im Urlaub ist. Aber jetzt, letzte Wochenende gab es ja wieder 2 Rennen, also könnt ihr euch gerne angucken. Und ja, das wie immer, ja, wenn es euch gefallen hat, ein Daumen ist von oben, ne? Könnt ihr uns gleich loben und freuen uns natürlich über jedes Abo und auch über jeden Kommentar. Bis dahin, haut da rein. Tschüss.